Mit über 168.000 Toten hatte Indonesien nach dem Tsunami die meisten Opfer zu beklagen. Häuser, Schulen, Brücken und Krankenhäuser waren zerstört und ganze Stadtteile dem Erdboden gleichgemacht. Die weltweite Solidarität war grenzenlos und auch die Deutschen spenden so viel wie nie zuvor. Anhand einiger von hunderten weiteren Beispielen will ein Team von Aktion Deutschland hilft dokumentieren, wie die dem Bündnis anvertrauten Spenden in Hilfe umgesetzt wurden. Was andere Kinder oft quält, macht Deki Spaß. Endlich wieder Hausaufgaben machen. An einem richtigen Tisch. In den eigenen vier Wänden. Monatelang lebten er und seine Mutter im Zelt. Sie sind die einzigen, die übrig geblieben sind aus ihrer Familie. Ich habe alles verloren. Meinen Mann, meine Tochter und meine Eltern. Jetzt gibt es nur noch meinen Sohn und mich. Und für ihn tut sie dies alles. Nuraita betreibt in der besonders betroffenen Region Aceh einen Coffeeshop. Den alten, mit Kochgeräten und Möbeln schwemmte das Wasser hinweg. Sie stand vor dem Nichts. Aber Nuraita lässt sich nicht unterkriegen. Nach der Nothilfe bekam sie Geld für den Wiederaufbau von Aktion Deutschland hilft. Jetzt kocht sie wieder ihre berühmte Chilisuppe. Lebenswichtige Normalität inmitten einer zerstörten Umwelt. Die Männer lieben ihren starken Kaffee. Und auch die Kinder der neu gebauten Schule kommen für ein paar Bonbons. Der Coffeeshop. Ein Treffpunkt für das ganze Dorf. Ein Neuanfang, der nur möglich war mit den Spenden aus Deutschland. ADH hat über eine Mitgliedsorganisation ihr einen Kleinkredit gewährt. Und damit konnte die Aita, so heißt die Frau, sich ihre Existenz wieder aufbauen und diesen kleinen Laden hier hinsetzen, der ganz gut floriert. Der Kleinkredit, für Nuraita die finanzielle Rettung. Die seelischen Narben bleiben, besonders bei den Kindern. Für sie wurde mit deutschen Geldern ein Zentrum gebaut. Manche kommen jeden Tag. Musik, Malen, Lachen gegen den Horror. Im Kindertreff ist alles umsonst. Nicht selbstverständlich in Indonesien. Die Trainer kennen das Schicksal von jedem einzelnen Kind. Viele sind Waisen. Ein Jahr nach der Katastrophe gibt es für sie auch wieder glückliche Momente. Auch der Sohn von Nuraita kommt oft, aber heute hat er etwas anderes vor. Deki zeigt uns stolz seine neue Schule. Auch sie gibt es nur durch Spenden. Aktion Deutschland hilft. Gemeinsam schneller helfen.